Servus zusammen und willkommen zurück zu unserem schönen Big Farm Projekt hier auf Neubartelshagen. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs mit einem Volvo BM2654, weil ich habe nochmal einen Auftrag angenommen und den werden wir dann auch gleich beginnen, nämlich einen Ernteauftrag auf Feld Nummer 15. Das bietet sich deswegen an, weil wir nämlich direkt das Feld nebendran haben und dort gleich auch mit dem Mähen beginnen wollen, um Silageballen herzustellen. Aber ich fahre jetzt mal hierher, denn ich zeige euch mal ganz kurz die Idee, die ich habe. Und zwar, wenn wir hier reinschauen bei den Tieren, dann haben wir ja einen Schweinestall, Kuhstall und eine Pferdeweide. Also die sind anscheinend vorhanden und die Pferdeweide befindet sich ja hier, der Kuhstall befindet sich ja hier, wird aber nicht angezeigt und hier befindet sich ja eben auch, der Schweinestall befindet sich hier und hier befindet sich der Kuhstall. So, und meine Idee war jetzt, weil ja hier das Ganze auch angezeigt wird, meine Idee war jetzt hier eventuell, ist alles auf Null, hier einige Tiere schon zu kaufen. Das muss ich gerade mal überlegen. Das war, glaube ich, hier links. So. Dass wir bereits anfangen, hier Tiere zu kaufen. Ne? Sehr günstig. Und dann mit Silage sozusagen hochpäppeln. Und damit die dann nämlich geschlechtsreif werden und damit die natürlich dann auch produktiv werden. Und wenn wir dann unseren eigenen Hof haben, beziehungsweise unseren eigenen Kuhstall haben auf unserem Hof, dann können wir die Tiere praktisch sofort transferieren. Und wir steigen hier doch relativ günstig mit 200 Euro pro Tier ein. Und ich denke, wenn wir Silageballen reinwerfen, dann sollte das auch okay sein, wenn die eben 80% dann eben auch Produktivität haben. Aber vor allen Dingen werden sie auch geschlechtsreif, relativ schnell. Und dann haben wir Tiere, die eben dann relativ schnell uns weitere reproduzieren. Ja, also da bin ich am Überlegen, ob wir das Ganze hier durchziehen. Jetzt fahren wir aber erstmal mit dem Volvo zu unserem Feld, beziehungsweise zum Auftragsfeld hier über dieses Gelände. Das hätten wir ja auch kaufen können und uns überlegen, ob wir hier den Hof bauen. Aber ich habe mich dann doch dafür entschlossen, den Hof dort oben zu bauen. So, für einen Abfahrer mit 35 km/h ist jetzt gerade so der Burner. Aber wird gehen, obwohl wir da auch wieder zu Farmers Market fahren müssen und das doch relativ lange Strecke ist. Okay, so, hier wie gesagt der Schweinestall. Und da vorne stehen auch schon unsere Geräte, mit denen wir gleich anfangen werden zu mähen und Ballen zu produzieren. So, die beiden Aufträge aus der letzten Folge habe ich ja soweit beendet. Das war ja ein Ernteauftrag auf Feld Nummer 17, glaube ich, und ein Mähen und Ballen herstellen auf Feld Nummer 16. Und das hat uns auch ordentlich Geld gegeben. Wir sind jetzt bei 152.000. Aber wir müssen immer noch ein bisschen sparen, wenn wir uns einen schönen großen Kuhstall kaufen wollen. Und das soll ja auf jeden Fall noch passieren. So, wir fahren da ganz unten rum. Und auf der rechten Seite, da ist das Feld, das wir gleich abernten werden. So, dann bringen wir mal den Volvo hierher und ich denke, da lassen wir jetzt auch erstmal stehen. So, wir haben einen John Deere im Angebot, mit dem werden wir jetzt also hier den Auftrag abarbeiten. Und der ist eigentlich nicht zu breit, da brauchen wir eigentlich keinen Schneidwerkswagen zum Transportieren. Das sollte so funktionieren. Oder? Ja. Da kommen wir rum. Und ich denke, wir werden auch hier überall rumkommen. Ja. Aber wir machen mal die Rundumkennleuchten an, weil wir haben hier Fußgänger. So, rechts. Jetzt wird es ein bisschen eng. Aber es geht. Wir fahren hier links rum.
Jo, das passt. So. Jetzt bin ich gerade überlegen, fahren wir hier über unsere Wiese und setzen dort oben an. Weil wenn wir dann runterkommen, machen wir so. Okay. Zack. Okay. Gerade so die Kurve gekriegt. So. Unser Ballenwagen steht auch schon hier. Dann klappen wir mal auf. Naja, ist jetzt nicht der größte, aber wir werden sehen, wie weit wir hier kommen. Und los geht's. So. Ja, eine Schwarte ist eigentlich nicht erforderlich. Ja, ist ein sehr, sehr langes Feld, aber ich hoffe, dass er, obwohl er jetzt schon wieder bei 10% ist, dass er bis runterkommt, weil dann hätten wir nämlich das Rohr auf der richtigen Seite, um eben dann das erste Mal abtanken zu können. Ja, 15%. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So. Dann schicken wir den hier auf die Reise. Ja, ich glaube nicht, dass es reichen wird. 20%. Wir werden es sehen. Okay. So, hier haben wir unseren Fendt mit dem Mähwerk. Dann klappen wir mal aus. So, vorne können wir schon einschalten. Sehr schön. Passt das soweit? Ja, okay. Dann lassen wir ein bisschen was stehen, aber was soll's. So. Dann schauen wir mal ganz kurz in unseren 94. Ja, das passt. So, sehr gut. Okay. Ja, ich bin mir hier, wie gesagt, ein bisschen unsicher, weil der hier, glaube ich, auch. Ich habe es ja schon mal angesprochen in der letzten Folge, dass der hier als rüberfährt. Naja, wir werden sehen, ob es passt oder ob es nicht passt. Aber ich habe hier so den Verdacht an der Stelle hier. Weil ja hier eigentlich der Feld, ja, und hier hat er nämlich jetzt auch, ja, man sieht's. Es ist interessant, also wie gesagt, hier ist er jetzt rangefahren. Das wäre, glaube ich, ja eigentlich der normale Feldrand. Und weil er hier reingefahren ist, hat er das hier jetzt auch zum Feld gemacht. Und hier genauso, obwohl das jetzt eigentlich ja der Helfer ist. Mir ist das immer nur aufgefallen. Ja, wenn es eben, wenn man selber manuell das Ganze abgefahren hat. Naja gut, sei es drum. Hier an der Stelle passiert das natürlich nicht, weil den Teil habe ich ja gemalt. Und deswegen passt es hier. Hier haben wir immer noch den Feldrand sauber geschnitten. So. Wie weit ist denn unser Drescher? Ah, sehr gut. Das hat funktioniert. 74%. Das heißt, wir können ihn auf dem Rückweg abtanken. Und deswegen schmeißen wir hier nochmal den Volvo an, den BM2654. Oh ja. Der schaltet kräftig durch. Und da denke ich, werden wir nur zweimal abtanken, dann ist er voll.
Und da oben sehe ich gerade, dass unser Fendt gerade wendet. Deswegen würde ich gerne jetzt Folgendes machen. Denn wie gesagt, das kommt mir hier alles ein bisschen komisch vor. Und ich habe hier den Eindruck, dass er hier jetzt auch kräftig reingefahren ist und hier wieder ein Feld gebastelt hat. Und kann man das hier irgendwie sehen? Naja, gut, hier sieht es nicht so aus. Auf jeden Fall werde ich jetzt Folgendes machen. Er soll jetzt auf jeden Fall hier nach Süden fahren. So. Ups. Gut. Dann soll er hier den Feldrand runterfahren und dann wieder zurück und dann passt das soweit. So, dann schauen wir noch mal. 45. So, Kollege, gib Gas. Noch mal überall durchschalten. Alle 400 Gänge. Dann würde ich nämlich gerne da vorne den Fendt noch mal abtanken, bevor er wieder den Weg nach unten nimmt. Sehr schön. Dann können wir nämlich schon mal langsam anfangen mit dem Ballen wickeln. Und wie gesagt, sobald die ersten Silageballen soweit sind, werde ich mal spaßeshalber 10 Kühe. Ja, ich denke 10 oder 20 Kühe kaufen und dann werden wir da schon mal, wie man so schön sagt, mit der Aufzucht unserer Milchkühe beginnen. So, dann bringen wir den hier noch mal in diese Richtung und er ist schon zu 59% voll. Naja, okay. Sehr schön. So. Da ist unser Ballenwickler, der gute Fastbale. So, ja, 8 km/h. Oh je, 5 km/h deutet darauf hin, dass das wirklich jede Menge Schwarte ist. Also sehr, sehr ergiebig. Jo, ja, da ist ja wieder richtig was los hier bei uns auf dem Feld. Wir sind hier mit dem Wickler unterwegs. Da vorne fährt unser Fendt und mäht. Und ein John Deere ist auf dem Feld und drescht. Ja, wieder richtig Action hier, jede Menge Gerätschaften. So muss es sein in einem Big Farm-Projekt. Ja, die Ballen sind da schon kurz hintereinander. Also das gibt hier richtig, also diese Wiese wird uns richtig ordentlich Silageballen bringen. Und da müsste dann ja jetzt wirklich dann richtig die Kohle reinkommen. Im nächsten Monat übrigens müsste der Maispreis am höchsten sein. Und wir haben hier noch über 100.000. Wir schauen nochmal ganz kurz rein. Wir haben über 100.000 Liter Mais noch. Und da müsste dann der Preis sich irgendwo bei 500 eingependelt haben. Dann können wir auf jeden Fall noch Mais verkaufen. Und ich denke auf jeden Fall bis Ende des Jahres oder bis in den Herbst hinein müsste man richtig gut gefüllte Kasse haben, damit wir unsere weiteren Projekte oder unseren weiteren Meilenstein in diesem Projekt, nämlich den Kuhstall und den weiteren Ausbau unseres Bauernhofes vorantreiben können und natürlich auch hier ein bisschen an der Optik arbeiten können, weil hier müssen wir natürlich noch Wege richtig malen und hier die Flächen auch noch richtig bearbeiten, damit das Ganze dann endlich auch mal ein bisschen Hand und Fuß hat. Jo. So, und der nächste Ball.
So, der Fan kommt auch schon wieder. Den werden wir dann jetzt wieder umleiten, damit er dann wieder hier parallel zum Wickler fährt. Damit wir hier keine Probleme bekommen mit den Ballen, dass dann der Fan da irgendwo reinfährt. So, den halten wir kurz an. Dann kann der in Ruhe. Der ist bei 67, das sollte dann auch passen zum Abtanken. Und der Fendt ist angekommen. Sehr schön. So, und dann schicken wir ihn nämlich hier wieder auf die Reise. Zack. Bingo, das passt. So, dann schauen wir mal. 78 und er hat sowieso nur noch, er ist schon bei 59%, also tanken wir hier unten schon mal den Johnny ab. Und dann können wir hier den Volvo schon mal zum Abladen schicken. Sehr schön. So, Ballonfahrer sind auch schon wieder unterwegs. Jo. So, 80. Dann müsste er ja eigentlich hier den direkten Weg fahren können, nämlich hier links den Feldweg hoch zu Farmers Market. Er ist voll. Dann bringen wir ihn hier einfach mal auf den Feldweg und dann werden wir einen Job erstellen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. So, aber zuvor schauen wir nochmal, ob das auch richtig ist. Ernte und wir müssen zu Johnson's Farmers. Okay, das passt. Also, das heißt, Job erstellen mit Laden und Liefern. Nee, Quatsch, nur mit Liefern. Da war es schon, Johnson's Farmers Market. Und dann bringen wir den Kollegen doch einfach wieder hierher. In diese Richtung. Zack. Und dann schauen wir mal, was er macht. Er startet. Ja, sehr schön. Und dann sollte er definitiv hier diesen Feldweg hochfahren und dann sollte das doch funktionieren. Sehr gut, das gefällt mir sehr gut, genauso wie mir euer Feedback sehr gut gefallen hat. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch, auch bei den Neuabonnenten hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid hier, wenn wir den Landwirtschaftssimulator spielen, zukünftig PGA Sports bzw. EA Sports PGA Tour. Und natürlich auch noch immer mal zwischendurch ein bisschen The Division. Vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support. Ich darf mich an der Stelle wieder mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß und sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Baden Farmer.